Liebe Richterinnen, liebe Richter des DFB Sportschiedsgerichts, ich bin's wieder, euer Plattenanwalt Simon, heute mit einer Folge zum neuen Torjubelsong. Peter Schilling, Major Tom, völlig losgelöst. Anno 82 als jeweils Albumversion erschienen. Wollte ich mal kurz ein bisschen mein, ich sag mal, Ungemach über diese Auswahl ausdrücken, aber hier, ne, no offense, ja. Disclaimer. Wer Bock hat auf Peter Schilling und völlig losgelöst und das auch im Stadion gerne grün macht, geschenkt macht, ja, alles gut. Will euch nicht die Party versauen. Wollte nur ein paar Denkanstöße geben, vielleicht über Alternativen. So, darum geht's. Der Pressetext sagt ja zur Auswahl dieses Songs für den Torjubel, ja, generationsübergreifend, und das läuft ja auf jeder Party heute noch und so, da würde ich mal sagen, Moment, ich glaube eher auf jeder Ü40, Ü50-Party. Teenie-Partys habe ich Zweifel. Bin zwar nicht so da, aber was ich so im Teenie-Umfeld so privat mitkriege, läuft das jetzt eher wenig. Gut, wenn das jetzt auf der Fanzone mal läuft, da kann sich natürlich keiner gegen wehren, auch Teenies nicht. Klar singt man das auch mit und so. Ja, aber ich glaube, aus Teenie-Sicht ist es ein Oldie. Ne? Hätte man vielleicht auch was nehmen können mit ordentlich Autotune drinne und so. Ja, aber gut, eine neuere Produktion, das wäre vielleicht auch mal generationsübergreifend aus Sicht der jungen Generation, die ihren Song zurückreicht zu der alten Generation. Wie wäre es denn davon? Nein, nein, okay. Wir bleiben bei einem Song der Ü40, 50-Jährigen. Das sind auch die, die, glaube ich, überwiegend sich ein Spiel des DFB leisten können und da auch hingehen können. Also geschenkt. So, Peter Schilling. Ich finde den auch von der Message her eigentlich nicht so günstig. Ja, immerhin geht es hier um einen Astronauten, der elendig im Weltall verreckt. Das als Torhymne. Naja, es geht also nicht mehr gut aus in dem Lied. Hoffentlich strahlt das nicht aufs Spiel aus. So, ich finde den Song auch, oder den Refrain auch ein bisschen lang eigentlich für einen Torjubel. Na, bis man erstmal Tor, muss ja erstmal richtig gejubelt werden, dann soll noch gesungen werden. Ich meine, die singen ja nicht sofort gleich, wenn ein Tor fällt, sondern da wird der Fan jubelt erstmal, dann wird das noch angestimmt und ist doch relativ lang, diese Refrain, würde ich mal sagen. Ja. Stattdessen, wie wäre es denn mit Falco? Vorausgesetzt, es darf auch ein, ja, nicht deutscher Interpret überhaupt für die Torhymne herhalten. Der Österreicher Falco mit Rock Me Amadeus. Wer ist denn mit Deutschland? Wie wäre es denn damit? Das geht schon fast in Richtung Axel F. Ne? Wie geht das denn? Sehr ähnlich, ne? Muss doch nicht verwechseln. Ich meine nicht Axel F. Ich meine Rock Me Amadeus. Je noch, auch habe ich mir früher geholt. 85. Damals 16,90 Mark. Ach so, habe ich vergessen zu erwähnen. Deswegen ich persönlich jetzt auch nicht mehr so auf Major Tom stehe. Ich habe mir die damals geholt. 82. War ich mal gerade Grundschüler. Und dann eben rauf und runter gehört und runter und rauf und rauf und runter. Ich hatte die auch noch als Single. Und ich kann es einfach auch nicht mehr hören, muss ich jetzt auch mal sagen. Und das ist bis heute so geblieben. Die habe ich nie wieder aufgelegt. Nochmal kurz jetzt so zum Anchecken. Aber ich kann auch mit dem Sound einfach überhaupt nichts mehr anfangen. Aber gut, steht nach wie vor als Relikt aus frühen Tagen in meiner Sammlung. Ebenso wie diese hier. Die finde ich ist deutlich besser geeignet. Ja, Genie, das als Torhymne. Schwierig. Macht man natürlich nicht so. Ne? Ja. Dann haben wir aber noch... Noch ein Tipp, Spliff, das Blech. Da stelle ich mir den Capo vor, da fliegt mir doch das Blech weg. Da fliegt mir doch das Blech weg. Das wäre auch vielleicht ein geiler Torjubel. Überhaupt haben wir hier noch andere schöne, ja, fußballbezogene Songtitel. Herzlichen Glückwunsch zum Beispiel. Augen zu, passt auch zum Fußball. Wohin, wohin, passt auch zum Fußball. Und natürlich die Maurer, passt auch zum Fußball. Na gut, hier ist Spliff. Das wäre doch mal mein Tipp. Das ist mir als erstes in Gedanken gekommen.
als ich gedacht habe, Major Tom, na gut, warum nicht das Blech? Das ist doch auch mal geil. Hier, schönes Bild. Oder man macht es gleich so, wie seinerzeit die Nationalmannschaft zur WM 82. Haut mal einfach einen eigenen Song mal wieder raus. Auch vielleicht hier. Ordentlich Autotune drauf, dann merkt es ja keiner, wo die Qualitäten der Herren eigentlich liegen. Ne? Vielleicht nicht gerade im Singen, aber egal. Schön, sowas. Alles klar. Nichts für ungut, ne? Schönen Dank mal hier fürs Einschalten. Und würde mich freuen, euch bald wiederzusehen. Euer Plattenanwalt Simon.